Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zur weiteren Folge hier im Karriere-Reboot. Es tut mir leid, dass am Freitag keine Folge kam. Dann hatte ich dann nochmal gesagt am Sonntag, aber nach dem Fußballspiel war ich einfach so platt, da wollte ich nichts mehr aufnehmen. Also, heute geht es los. Die neue Saison startet einfach. Das bedeutet natürlich wie immer neue Leute, manche müssen gehen. Und ihr da draußen habt wieder richtig viele Kommentare geschrieben, viele Namen genannt, wer kommen soll und natürlich wer gehen soll. Das schauen wir uns gleich mal an. Müssen natürlich ein wenig simulieren, bis wir zur neuen Saison kommen, bis die Transferperiode ansteht. Hier sind Verträge, die auslaufen, die wir aber natürlich nicht verlängern wollen. Denn es ist gut, dass manche Spieler den Verein verlassen. Wir haben sehr, sehr wenig verkauft vor der Saison. Das muss man natürlich mal sagen. Und wir hatten richtig viele Verträge irgendwann gehabt und viele Spieler im Kader. Die konnten natürlich nicht alle spielen. Aber heute werden wir einfach versuchen, ich simuliere die ganze Zeit, ohne ein bisschen Entwicklung zu machen, hier bei unseren jungen Talenten. Also werden natürlich heute versuchen, den einen oder anderen zu holen. Den einen oder anderen natürlich den Star-Einkauf. Was mir sehr, sehr gut in dieser Saison gefallen hat, das war am Ende noch die Abwehr, wo ich sagen muss, ja, die hat sich richtig gut verbessert. Emre Mor mir auch immer weiter gefallen im Laufe der Saison. Und aber was mir hinten vorne gefehlt hat, das war teilweise das Durchsetzungsvermögen. Und heute suchen wir dann schon mal den ersten Spieler, denn es geht jetzt in die Transferphase. So Freunde, wir wurden auch direkt mal eingeladen für ein Vorbereitungsturnier und werden natürlich hier spielen. Da sind die besten Mannschaften, wie ich finde. Ja, Istanbul, Turin, Malaga, Feyenoord und Werder Bremen. Auch mal eine Deutsche, hätte ich richtig Bock drauf gegen zu spielen. Ist zwar 200.000 Euro weniger an Preisgeld, aber naja, scheiß der Hahn was drauf. So, der Transfermarkt ist also offen, das heißt, neue Spieler kaufen 51 Millionen, fast 52 Millionen Transferbudget. Wir fangen erstmal an, ein wenig auszusortieren. Slimani können wir gut verkaufen, vielleicht sogar ein wenig unter Wert, ist aber auch egal. So, auf die Transferliste setzen, denn ich finde, der hat bei uns eigentlich nicht so das Zeug dazu zu spielen. Viele von euch werden sagen, warum verkaufst du nicht Dolberg? Dolberg ist ein Talent, den müssen wir erst noch ein wenig aufbauen. Dann noch ein Innenverteidiger, der gehen muss. Zack. Dann natürlich Shinji Okazaki. Bei uns gar keine Rolle mehr gespielt in der letzten Zeit. Also das wären sie dann erstmal gewesen. Und jetzt, Freunde, sage ich auch, wen wir suchen. Denn wir haben es schon versucht. Und wir waren kurz davor, Mbappé zu holen. Den wollen wir jetzt kaufen. Fangen mit einer Summe von 10 Millionen an. Und dann schauen wir mal, was AS Monaco eigentlich dazu sagt. Die haben natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Ist ja nicht so, dass es wie bei Dembele ist. Natürlich kann es bei Mbappé auch so sein, dass er einfach, sagt, yo, ich höre jetzt auf zu trainieren, denn ich will nach Leicester. Also, und jetzt kommt der nächste Kandidat, meine Damen und Herren. Joshua Kimmich von den Bayern, von den großen Bayern, muss man ja sagen. Den würde ich gerne kaufen. Zentrales Mittelfeld, kann sowohl auch auf der rechten Verteidigerposition spielen. Den würde ich gerne kaufen und kann sich natürlich mit Amiri da auf der Position ein wenig streiten und natürlich darum kämpfen. Hier biete ich mal 6 Millionen an. Fragt mal inständig nach. Hört mal Bayern, könnt ihr euch vorstellen, Kimmich loszulassen? Also, wir simulieren in der Zeit schon mal weiter. Zack, machen nochmal ein wenig Training mit unseren Talenten. Musa, den wir hier richtig schön aufwerten können. Spieler Emre Mor natürlich, unser Dribbelkünstler. Dann im Tor Lafont,
der jetzt schon eine solide 82 ist. Dann haben wir Kaspar Dolberg. Auch hier wieder ein gutes Talent. Und dann nehmen wir noch rein. Wen haben wir denn eigentlich hier? Jairo Riedewald. Den haben wir ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit. Deswegen kommt er hier auch mal wieder in unser Trainingsteam rein. Und das sieht ja einigermaßen okay aus. So, simulieren ein bisschen. Ich werde das Community Shield heute nicht spielen. Also, was rede ich eigentlich? Sondern dieses Vorbereitungsturnier, nicht das Community Shield. Das ist ja was anderes, was noch auf uns zukommt. Also, Transferangebot für Ben Hama und für Shinji Okazaki. Und hier nehmen wir direkt mal an. Also 5,5 Millionen. Ich will mich da auch gar nicht streiten mit West Ham United. Wer weg ist, ist weg. Dann für Ben Hama. Ein Torwart 67. Auch hier nehmen wir das Angebot an. Denn wir müssen ein wenig aussortieren. Sonst sind die Kosten nachher für unsere, ja, Spieler einfach zu hoch. Dann Demiray Gray. Ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ja, das ist nur ein Vorbereitungsturnier, Jimmy. Wer da schon steil geht, dass er nicht spielt, weiß ich auch nicht so, Freunde. Also, wir simulieren mal hier gegen Turin. Wir werden natürlich auch was an der Mannschaft ändern. Aber gewinnen hier locker flockig 4:1. Dreimal Musa, einmal Grimaldo. Und nicht schlecht. Das Angebot ist inakzeptabel. Unsere Preisvorstellungen für Mbappé liegen bei 15 Millionen. Kein Problem, Monaco. Ich werfe mit dem Geld um mich, aber ich sage trotzdem 13 Millionen. Und ich kann bei diesem Deal eigentlich nur gewinnen, wenn der gerade so steigert wie auch in Real Life. Also, dann noch der Kimmich. Die Summe ist zu niedrig in der Ansicht. Das M-Wert ist auch kein Problem hier für die Bayern. 6 Millionen haben wir geboten. Wir erhöhen auf 9 Millionen. Und dann lasst mir mal den Kimmich rüber, so dass wir mal eine richtig geile Mannschaft hier drüben in Leicester aufbauen können. Wir simulieren noch ein Stück. So, und haben auch für Kaspar Dolberg ein Angebot erhalten. Hier wollen wir natürlich zukünftige Angebote einfach nur ablehnen. Auch wenn es hier schöne 23 Millionen von Valencia gegeben hätte. Aber egal. Das wollen wir nicht. Also wir werden das Spiel noch simulieren. Dann geht das Ganze hier schon dem Ende zu. Okay, Okazaki wurde also verkauft. Das ist schon mal gut. So, und wir haben ein Angebot für Slimani bekommen. 16,5 Millionen. Zack, annehmen das Ganze. Ich weiß, Freunde, wir hätten mehr bekommen können. Aber soll ich mich hier rumstreiten? Ich will, dass der weggeht und geht zu FC Arsenal. Oh, und auch nicht schlecht. Auf die werden wir am Community Shield Cup treffen, denn die sind ja Meister geworden. Wahnsinn. Spielerverkauf. Ben Hammer ist weg und Bayern hat wieder abgelehnt. Was wollen die denn eigentlich haben? Leute, ey, das sind schon 9 Millionen. Ich erhöhe noch einmal auf freundlich auf 11. Und dann solltet ihr aber auch mal einschlagen, meine Damen und Herren. So, jetzt werden wir nochmal hier was an der Mannschaft verändern, sodass auch mal alle Spieler eigentlich drankommen. Hier Dolberg nach vorne, dann spielt mal, ja, ein weiteres Stürmer haben wir gar nicht. Dann machen wir mal so ein richtig schönes 4-4-1-System, wo dann vielleicht ein Hedamiri spielt. Dann der Amatai. Gray wieder auf links. Dann Oliver Burke auf rechts. Also alles mal Leute, die sich dann beweisen können. Von Robert Zieler im Kasten. Speichern das Ganze und spielen dann jetzt mal gegen wen auch immer. Celta Vigo oder wer war das jetzt? Ich habe das nicht ganz genau gesehen. Aber wer war es dann? Ach, Eibar. Zack. Und los geht's. Ist eine verbesserte B11, kann man sagen. 2-2. Einmal Ndidi, einmal Grimaldo. Der hat doch eben schon getroffen. Wenn ich das noch so richtig im Köpfchen habe. Also, dann nochmal das Training. Zum Abschluss würde ich sagen. Dann schauen wir natürlich mal rein, was im Büro abgeht. Hat Bayern zugesagt? Was ist eigentlich mit Mbappé?
Das alles sind wichtige Fragen und dann suchen wir uns die nächsten Leute, denn ihr habt natürlich noch die ganze Zeit Chance, eure Namen zu nennen. Wir gehen hier runter. Wir haben für Benaluano, ich kann den Namen nie aussprechen, ein Angebot von 1,8 erhalten, dann verkaufen wir den auch mal. Zack, bumm, aus das Ding. Und hier Mbappé, feste Preisvorstellung von 15. Alles klar, Monaco, ihr wollt die 15 haben, ich gebe euch die 15, aber bitte hört auf, mir weiterhin Mail zu schreiben, wo ihr sagt, ihr wollt den nicht loswerden. Ihr wollt den loswerden, nehmt mein Geld und fertig ist das Ding. Also Freunde, das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge wird es natürlich auch wieder ein Spiel geben, keine Frage. Und ihr habt wie immer noch die Möglichkeit, mir Namen zu nennen, verkaufen, kaufen oder vielleicht auch ausleihen. Das alles in der nächsten Folge, die schon am Mittwoch kommen wird. Also jetzt zur neuen Saison kommen 3 Folgen in der Woche. Montag, Mittwoch und Sonntag, wenn alles klappt. Nähere Infos haue ich euch noch raus, sobald ich weiß, wie ich das richtig handeln kann, ob das passt so oder ob ich mir andere Tage besser vorstellen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank für die lieben Kommentare unter den Videos. Ich verabschiede mich nun. Wie gesagt, noch einen schönen Tag. Schreibt fleißig Kommentare. Und lasst ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Haut rein und tschaußen.